Einen wunderschönen guten Tag zurück auf der Bindelbach LS15 im Singleplayer. Ui, und mal wieder mit Lex. Ach, es ist leider irgendwie der Wurm aktuell drin, was die FPS angeht. Wobei, es könnte auch dran liegen, dass ich jetzt wieder hier am Abend aufnehme. Also Abend im Spiel. Ja, ich habe ein bisschen was in der Zwischenzeit hier gemacht. Das heißt, ich habe sämtliche Felder hier gegrubbert, hergerichtet für die Aussaat. Und einzig, was jetzt noch fehlt, ist das Feld hier oben. Da fahren wir jetzt mal schnell mit dem Deutz-Sammelwagen hin. Und ja, wenn wir das eingesammelt haben, werden wir hier mal noch ein bisschen was verkaufen, ändern, ja, wie auch immer, also auf jeden Fall mal hier ein bisschen den Fuhrpark ja, umstrukturieren. Das heißt, der Drescher oder beide Drescher werden uns verlassen. Ach genau, die Zeit muss ich dabei noch mal wieder ein bisschen hochstellen, dass der Liebherr auch an der BGA was zu tun hat, sonst ja, arbeitet der wieder nichts, sondern steht nur da und wartet darauf, bis er abkippen kann. Das ist nicht ganz so zielführend, zumindest rein wirtschaftlich nicht wirklich. So, aber auf jeden Fall werden wir dann in den oder ins Grünland gehen. Heißt, sehr, sehr viel mit dem Big M, denn ich habe jetzt nochmal zum Schluss die Kuhmenge verdoppelt. Das heißt, hier sind wir jetzt bei 200 Kühen, die wir versorgen müssen, die wir versorgen werden. Und dann werden wir nämlich auch mal die schlachtreifen Schweine noch loswerden und eventuell auch nochmal frische Schweine holen. Einfach, dass wir auch ja, unser Schweinefutter hier loswerden. Warum ist der eigentlich so weit oben? Jetzt passt mir das Ganze besser hier. Ja, genau. Also so, das wird der Plan sein für die nächsten paar Folgen. Wie gesagt, es ist ja nicht mehr lang. Es sind jetzt irgendwie, glaube ich, noch um die 22 Folgen, wenn überhaupt. Denn ich bin gerade am Überlegen, ob ich vor dem LS17 dann noch so ein bisschen eine Schaffenspause mache. Das heißt, dass da vielleicht dann ein, zwei Tage nichts kommt. Oder gegebenenfalls auch noch ein Stream zum Schluss. Also das heißt, dass da eventuell die regulären Folgen dann ausfallen und dann eben über dieses Wochenende so ein kleiner Abschlussstream kommt, denn LS17 ist ja, wie schon bekannt, am Dienstag, der 25. ist Release. Das heißt theoretisch, dass auf jeden Fall wahrscheinlich an dem Montag nichts mehr kommt. Also am 24. kommt, glaube ich, keine Folge mehr. Bin ich relativ sicher sogar, dass da keine mehr kommt. Dafür am 23. gegebenenfalls eben so ein kleiner Abschlussstream, Revival von LS15. Einfach nochmal so vielleicht auch die Highlight-Mods nochmal mit reinnehmen und ja, auf irgendeiner Karte, die eventuell auch den LS15 so ein bisschen geprägt haben. Ups, das war die falsche. Ja, irgendwie so wird das Ganze laufen, denke ich mal. Und ja, hier werden wir jetzt nochmal eine Ernte komplett vorbereiten. Heißt, alles aussäen und ja, dann dementsprechend eben alles soweit vorbereiten, dass wir dann noch einmal eine große Ernte hier haben, aber wir werden dann keine Feldbearbeitung mehr machen. Das wird, denke ich, zeitlich einfach nicht mehr hinhauen, beziehungsweise habe ich jetzt so viel in den letzten Tagen gemacht, was das angeht,
Boah, der ist ja hier grandios gefahren. Also so sammeltechnisch ist das gerade echt katastrophal hier. Nee, wie gesagt, wir haben in den letzten Tagen ja extrem viel Bodenbearbeitung gemacht. Deswegen habe ich jetzt eben auch den Rest hier noch selbst gemacht. Das wären nämlich jetzt nochmal fast 8 Folgen nur Bodenbearbeitung hier gewesen. Also die ganzen Vorgewände fertig machen. Ach, der ist schon voll. Deswegen geht da nichts mehr rein. Ja, die ganze Feldvorbereitung und so weiter und so fort. Das hätte jetzt echt noch ewig gedauert. Deswegen blasen wir hier mal mit 50 übers Feld. Geht auch mal. Kann man mal machen. Nein, also wie gesagt, das will ich euch nicht antun. Nochmal 8 Folgen hier Bodenbearbeitung. Uiuiui, da schwimmt er. Deswegen gibt es eben jetzt definitiv keine Bodenbearbeitung mehr. Ich habe jetzt auch die beiden Pflüge, habe ich schon verkauft. Die gibt es nicht mehr. Nachdem ich hier eigentlich alles fertig gemacht habe. Ich werde noch die ein oder andere Wiese, werde ich noch Gülle drauf schmeißen und dann dementsprechend auch das Zeug verkaufen. Wie gesagt, einfach hier abschließen das Ganze. Jetzt eben nochmal hier den Rest an Stroh hole ich noch rein. Dann werde ich für heute nach der Folge Feierabend machen. Das heißt, werde dann bis morgen früh spulen beziehungsweise oder halt hier außerhalb der Folge noch ein bisschen was hier ansäen und ja, dann werden wir eben das parallel laufen lassen, also ansäen wird dann in dem Fall weiterlaufen. Ich überlege gerade, wo ich die Sämaschine... Ach, da habe ich die Kombi. Das könnte man eigentlich jetzt mal schnell machen, dass wir hier schon mal die Querneland... Ups. Das, ach, ist eingeschlagen, deswegen. So. Genau, und zwar setzen wir mal das Gewicht hier ab. Ups. Ja, nicht ganz so weit vor. So. Genau. Ja, genau, schiebe ich es doch da ganz vor oder lass es sogar umkippen. Ganz toll, grandios gemacht. So, und zwar haben wir hier diesen und dann noch die Sämaschine hinten dran und dann können wir nämlich schon mal hier ein Feld wieder starten. Das heißt, ich fahre die erste Bahn mal ab, dass die schon mal gesät ist und den Rest macht aber dann der Helfer. Hier sieht man auch, also auch dieses Feld habe ich eben jetzt fertig gesät, dass das soweit schon mal bearbeitbar ist und ich mir da keine Gedanken mehr drum machen muss, dass das eben dann nicht bearbeitbar ist. So, jetzt einmal hier gib ihm und dann säen wir nämlich hier Hafer. Ich hoffe, ich habe jetzt bei beiden Hafer. Ja, bei beiden Hafer passt. Perfekt. Und dann fahre ich hier nämlich nur einmal diese Außenbahn. Dann kann es nämlich eigentlich der Helfer ganz gut selber, wenn er nirgends hängen bleiben kann. Dann können wir den nämlich hier in Ruhe fahren lassen. Hoffe ich zumindest. Ziehen wir jetzt bis ganz raus durch. Dann ist es fertig. So, einmal heben und dann drehen wir hier rum. Und nehmen das Ganze hier somit, das passt, mal schnell anzeigen lassen. Links ist eigentlich richtig. Ja, schauen wir mal, was er sagt, ob er was sagt. Sollte aber eigentlich... Ah, okay. Er hat jetzt da am Anfang, hat er es nicht richtig erkannt, macht aber nichts. Achso, genau. Dreimal
machen wir mal da 5 Meter vorneweg, einfach um an Schrägen oder so zu vermeiden, dass er irgendwo hängen bleibt. So, der läuft, das heißt, wir können da mal wieder rausspringen und zurück zum Fend. Jetzt haben wir da schon wieder eigentlich genügend Stroh drinnen, denn ja, der Punkt ist der andere. Ich habe nämlich noch ganz, ganz viel Stroh als Ballen bei den Schweinen und die möchte ich eigentlich auch mal loskriegen. Jetzt machen wir erstmal was anderes und zwar den stellen wir mal ab und dann gibt es noch ein neues Fahrzeug und zwar diesen LKW noch. Ach, nehmen wir einen schwarz. So ganz, ganz was Neues. So. Yes, der hat Luftdruckbremse. Genau. Dann haben wir nämlich hier mal ein schönes Viehfahrzeug. Und dann werden wir mal hier die fertigen Schweine abholen und dementsprechend dann gegebenenfalls noch neue holen. Ich glaube es zwar nicht, dass wir es schaffen, zeitlich. Aber man kann es ja mal probieren. Ach, ja. Wendigreis mal wieder vom LKW irgendwie so komplett nicht beachtet. So, jetzt dürfte es aber gehen. Das Ding fährt sich halt echt vom Wendigreis her scheiße. Aber das ist halt irgendwie bei allen Umbauten von dem MAN. Irgendwie ist da, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Ist echt seltsam. Da muss man schon extrem weit ausholen und auf den engen Straßen geht das halt kaum. Das ist echt blöd. Naja, auf jeden Fall, ja, so wird es eben jetzt weitergehen. Das heißt, ein bisschen was werden wir hier definitiv Produktives noch tun. Geld haben wir ja genügend. Von dem her können wir da auch jetzt ein paar Maschinchen kaufen. Wie gesagt, Drescher wird es jetzt dann noch einen neuen geben oder zwei neue. Mal gucken, wie viel rausgehen. Auf jeden Fall werden uns die alten verlassen. Das ist definitiv klar. Und ja, dass wir da nochmal ein bisschen einen Fahrzeugwechsel hier drin haben. Ups, so. Jetzt muss ich mal F1 einschalten, damit ich den Aufladepunkt auch mitbekomme. Genau. X. Und dann Befüllung starten. Geht das? Hallo? Muss ich vielleicht doch noch ein Stück weiter hinter? Ja. Muss noch ein Stückchen weiter hinter und dann geht das. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel in den reinpassen, aber ich glaube auch nur 20. 20 Schweine. 18, 19, 20. Genau. Einmal hier schließen. Ja. Mach die Klappe zu, dass ich da rumkomme. So. Und dann holen wir noch den Hänger. Was, der Optum ist mit Säen fertig. Das halte ich fast für ein Gerücht. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ob das wirklich so ist, werde ich dann nach der Folge mal kontrollieren, ob der auch wirklich hier fertig geworden ist. So, einmal rein. Bisschen zu weit, zu nah an der Wand. Schauen wir mal, ob es trotzdem geht. Oh, nee, Schwein, genau. Ja, und geht gerade so. Schaut nicht schön aus, aber es funktioniert. Und ja, dann fahren wir nämlich mal all unsere Schweinchen zum Verkaufen und holen eben dann frische Schweinchen. So, dann schon mal zumachen und
da auch zu machen. Und dann läuft das. So. Jetzt wird der Wendiger erst spannend. Ne, geht sogar. Auf die Deichsel darf man dabei natürlich nicht schauen. Aber zumindest sind wir hier außen rum gekommen. So, ups. Ja, ich mache mich mal auf den Weg zum Metzger und wir sehen uns hoffentlich dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.